Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern dürfen heute am Volkstrauertag. Warum stehe ich hier? Ja, weil Christoph leider erkrankt ist und wir mussten etwas umdisponieren. Christoph, wenn du später das hörst, alles Gute, gute Genesung. Und wir wollen uns auf diesen Tag und auf diesen gemeinsamen Gottesdienst besinnen. Es ist schön, dass wir ja, zum ersten Mal außerhalb der Evangelischen Allianz einen gemeinsamen Gottesdienst feiern dürfen. Das ist gut. Und anschließend findet ja auch die Kranzniederlegung am Mahl statt. Ich finde das von der Gemeinschaft her toll, dass wir das machen können. Und es zeigt eine Einheit, die wir praktizieren. Der Gottesdienst findet statt in der Gewissheit, dass Jesus Christus, der Auferstandene, unter uns ist, zu uns redet, tröstet, Kraft spendet. Der Gottesdienst findet statt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Von ganzem danken wir dir, Herr, dass wir heute Morgen uns versammeln dürfen zu dir, dem großen Gott, der lebt, der auferstanden ist und lebt und der uns jeden Tag etwas neu zu sagen hat. Danke für die, die heute Morgen da sind und die, die nicht kommen konnten, sei bei ihnen, mach sie wieder gesund, tröste sie. Herr Jesus, wir bitten dich für die Weltlage, in der wir gegenwärtig sind. Du siehst, dass Frieden absolut erforderlich ist, wenn wir in diese Welt schauen, in die Ukraine und nach Israel, aber auch in unsere eigenen Reihen, müssen wir Frieden praktizieren. Wir bitten dich, dass wir heute Morgen etwas mitnehmen von dir und deinem Wort, dass du Carsten die richtigen Worte gibst, dass sie in dein Herz und in unser Herz treffen und dass du es aufschließt. Komm nun bitte in unsere Mitte und segne uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und Carsten wird uns heute die Predigt halten. Danke dafür. Gott segne dich. Danke, dass du auch wieder genesen bist. Es ist schön, dass es wieder klappt. Aber so ist das manchmal im Herbst. Und wir dürfen uns freuen auf das, was wir hören und gemeinsam singen werden. Wir wollen jetzt einen Liedblock machen. Aber ich habe noch was vergessen. In Zeiten der schnellen Medien kann man das ja rucki-zucki darstellen, das hoffe ich mal. Wer ein Handy bedienen kann, ist klar im Vorteil. Ja, wir wollen jetzt gleich während dem ersten Liedblock das Opfer zusammenlegen. Und dazu gibt es ein paar Informationen. Dieses Opfer ist bestimmt für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden. Ich lese uns dazu noch ein paar Gedanken vor. Bis heute leiden Menschen an Folgen von Kriegen, Verfolgung und Ungerechtigkeit. Christus spricht, was ihr für eines meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr für mich getan. Jährlich engagieren sich etwa 5000 Menschen weltweit freiwillig in Friedensdiensten, Workcamps, Fachdiensten der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden und der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Beide Dienste setzen sich für die Linderung von Leid und Unrecht ein. In internationalen Begegnungen lernen Interessierte die Realität von Menschen in anderen Ländern und gemeinsam globale Herausforderungen kennen. Sie begegnen mutigen Menschen mit unterschiedlichen Ausgrenzungserfahrungen, zum Beispiel geflüchteten Menschen, Überlebenden des Holocausts oder Menschen mit Behinderungen. Sie unterstützen nachhaltig Umweltschutz, Menschenrechtsinitiativen, Bildungsprogramme und soziale Einrichtungen. Sie bringen frische Ideen und weite Horizonte und vielfältiges Engagement zurück in die Gemeinden. Und dafür wollen wir heute Morgen jetzt gleich spenden. Wir haben jetzt gleich einen Liedblock und im Vorspiel lassen wir die Spendenbox durch die Reihen gehen.
Und danach hören wir die, nach den beiden Liedblöcken hören wir die Bekanntmachung. Thank you.
möchte noch einige Infos weitergeben, sowohl für die Kirchengemeinde als auch für unsere Gemeinde. Hans-Peter hat es ja eben schon angedeutet, nach diesem Gottesdienst wollen wir gemeinsam auf den alten Friedhof gehen, ans Ehrenmal und dort einen Kranz, ja, zur Ehre und zum Gedenken der gefallenen Soldaten und Mitbürger auch aus unserem Dorf und auch von den Familien einen Kranz niederlegen. Das findet auch danach in Frechenhausen auf dem Friedhof statt für die Frechenhäuser. Dann ist heute Nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus in Frechenhausen eine Veranstaltung anlässlich auch dieses Volkstrauertages unter dem Thema »Gibt es einen gerechten Krieg?« mit Dr. Frank Wagner und Pfarrer Olaf Schmidt aus Gönnern. Beginn ist dort um 17 Uhr. Anschließend gibt es noch für alle Interessierten eine Möglichkeit zum Austausch. Herzlich möchte ich auch einladen zum Gottesdienst an Buß- und Bettag am Mittwoch, am 22.11. um 19 Uhr, drüben in der Kirche in Lixfeld mit Feier des Heiligen Abendmahls. Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein, am kommenden Ewigkeitssonntag, in denen auch der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedacht wird und für jeden soll eine Kerze angezündet werden. Der Gottesdienst ist wie immer um 10.15 Uhr und in Frechenhausen der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr. In beiden Gottesdiensten singt der Kirchenchor. Dann spielt an dem Ewigkeitssonntag am Nachmittag der Posaunenchor auf dem Friedhof in Lixfeld. Wie immer finde ich das eine gute Tradition, weil viele Angehörigen dann auch dort sich noch einmal treffen können und auch ihren Lieben an den Gräbern gedenken können. Die Freie Evangelische Gemeinde Angelburg-Steffenberg hat am kommenden Ewigkeitssonntag hier im Haus Gottesdienst mit Nennung der Verstorbenen aus dieser Gemeinde. Die Predigt hält Jürgen Vögele von den Lightkeepers. Beginn ist um 10.30 Uhr und anschließend wollen wir hier gemeinsam Mittagessen, wozu wir ganz herzlich einladen. Dann habe ich noch eine Einladung von der FEG Kleingladenbach. Dort findet am Samstag, dem 25.11. ein Gospelkonzert statt mit dem Gospelchor aus Ebersbach. Draußen liegen Flyer. Wer da Interesse dran hat, der kann sich einen Flyer mitnehmen. Der ist dazu herzlich eingeladen. Dann ist die Weihnachtsmarktliste. Wir wollen ja am Weihnachtsmarkt mit einem Stand da auch teilnehmen. Die wurde aktualisiert. Mit Zeiten auch, wo man sich jeweils eintragen kann, wann man da mithelfen will, bitte macht das, holt das nach, auch wenn ihr schon auf der ersten Liste draufsteht. Bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und ohne
darf uns ein paar Gedanken weitergeben, die Christoph zur Hinführung des Themas gesammelt hat. Und das möchte ich euch mitteilen, was zum Thema auch mit hinführt. Das Sprechen des Totengedenkens durch den Bundespräsidenten wurde 1952 von Theodor Heuss eingeführt. Der Text wurde im Laufe der Zeit mehrfach angepasst. Zuletzt änderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2020 den Text in Reaktion auf terroristischen, antisemitischen und rassistische Gewaltakte der jüngeren Zeit, um an deren Opfer explizit zu erinnern. 2021 wurde diese neue Fassung erstmals bei allen größeren oder kleineren Gedenkveranstaltungen übernommen, die da heißt: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen, Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir trauern mit allen, die Leid tragen, um die Toten und teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt. Soweit der Inhalt des Gedenkens an Volkstrauertag, wobei nur die Hoffnung auf Versöhnung in meinen Augen zu kurz greift. Denn gehofft haben wir alle, dass am 24.02.2022 die russische Armee nicht in der Ukraine einmarschiert und dass die Hamas Israel nicht angreift, dass es eine gerechte Verteilung der Gelder im In- und Ausland gibt, dass das Miteinander besser wird und vieles mehr. Hoffnung ist gut, wenn es eine begründete Hoffnung ist, also einen guten Grund hat, der nicht auf Menschen und seine Möglichkeiten beruht. Diese Hoffnung hat einen Namen: Jesus Christus. Ohne ihn werden wir vielleicht manches an anderen tun können und wollen, und das ist hoffentlich der Fall. Doch letztendlich gründen alle Gewalttaten, wie auch immer sie aussehen, auf dem, was der Mensch, zu dem, was der Mensch fähig ist, und zwar jeder. Wir alle tragen mehr oder weniger ein solches Gewaltpotenzial in uns. Und je nach Sozialisation und genossener Erziehung können wir es mehr oder weniger kontrollieren. Professor Robert Gerwert von der University College in Dublin sagt: Ein Friedensprozess erfordert natürlich auch die Demobilisierung der Köpfe und Mentalitäten ebenso wie die Demobilisierung der Streitkräfte. Es wird keinen dauerhaften Frieden in der Region und keine dauerhafte internationale Sicherheitsordnung geben, wenn ein solcher Frieden die Fehler der Vergangenheit wiederholt und Rachegelüsten Vorrang vor einer gewissen
Kompromissbereitschaft einräumt. Eine wirkliche Veränderung aber kann nur dann stattfinden, wenn der Auferstandene an unser Herz ran darf, uns wirklich im Innern verändert. Nur dann ist es möglich, sich wirklich zu versöhnen. Nur dann ist es möglich, einen Frieden zu schaffen, der Bestand haben kann. Nur dann ist es möglich, dass das Miteinander in seinem Sinn und zu unserem Heil gestaltet werden kann. Warum? Weil Schuld vergeben werden kann durch ihn, Jesus Christus. Weil er wirklichen Frieden ins Herz geben kann, bei allem, was erlebt werden muss. Weil der oder die nächste jemand wird, der von der gleichen Liebe Gottes lebt wie ich. Daher, so sehe ich es, ist es mehr denn je geboten, dass wir als Christen das tun, wozu Jesus uns beauftragt hat, Menschen mit ihm bekannt zu machen, indem wir erzählen können, was er uns bedeutet und das, was wir denken, tun und sagen, ihm Ehre macht und den Menschen hilft. Sowohl den Glaubensgeschwistern wie auch denen, die es noch werden wollen. Wir hören jetzt auf eine Lesung und singen danach noch ein weiteres Lied. Ich lese aus Römer 14, die Verse 7 bis 13. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Warum verurteilst du dann deinen Bruder und deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen, alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt, und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu Fall bringen kann. Thank you.
Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute gedenken wir am Volkstrauertag der Millionen Toten, der beiden Weltkriege, der Toten von Krieg und Gewalt, heute wie damals. Und mir wird am Volkstrauertag immer wieder bewusst und vor Augen geführt, wir haben als Menschen versagt. Das liegt in unserer Natur, es gehört zu unserem Menschsein dazu, quasi zu unserer DNA. Aber DNA, das ist auch irgendwie falsch, denn der DNA kann ich mit medizinischen Werkzeugen zu Leibe rücken, Teilchen ausschneiden und neue DNA-Moleküle einsetzen. Aber unsere menschlichen Versagen, da kann ich medizinisch nicht auf die Sprünge helfen. Es haftet an uns. Versagen, schuldig werden und Schuld auf sich laden. Bei diesem Gedanken, da muss man noch nicht mal sehr religiös oder gläubig sein, um ihn nachzuvollziehen. Wir alle versagen tagtäglich in unserem Alltag, werden schuldig an unserem Nächsten. Wir machen Fehler. Fehler, die unentschuldbar sind, Fehler, die einem anderen Schaden zufügen, bewusst oder unbewusst. Ich mache Fehler, manchmal leider auch immer wieder dieselben. Manche sagen, der Mensch, er lernt nichts dazu. Er kann nicht aus seiner Haut. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, so sagt es die Bibel. Ja, so ist es. Und der Volksmund, er sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wenn wir heute in unsere Welt schauen, dann merken wir, der Mensch lädt Schuld auf sich. Bis auf den heutigen Tag, die Bibel sagt dazu Sünde. Wenn ich denke, mich betrifft es nicht, ich habe eine weiße Weste, so mache ich mir doch nur etwas vor. Schuldig werde doch auch ich. Durch Wegschauen, durch Ignorieren, durch Gleichgültigkeit. Das Wegschauen, Ignorieren und Gleichgültigkeit der Weg ins Verderben ist, führt uns der heutige Predigttext vor Augen. Er steht beim Evangelisten Matthäus im 25. Kapitel. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.
denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Herr, hilf, dass wir dein Wort verstehen und aus ihm leben. Amen. Für den Evangelisten Matthäus ist klar, dass wir alle einmal im Gericht Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Und die Fragen werden knallhart sein. Hast du oder nicht? Da gibt es dann kein Ausweichen mehr, kein Ja, aber oder ja, irgendwie schon. Hast du oder nicht? Im Gericht Gottes, da gibt es nur Ja oder Nein. Kann ich bestehen in diesem Gericht? Der Anspruch, der an uns, an mich ergeht, er ist groß. Nein, ich kann es nicht. Wenn ich mich als Mensch ansehe, dann erkenne ich, dass ich schwach bin, schuldig bin und schuldig werde. Habe vielleicht gute Vorsätze und Grundsätze, aber reicht es, um vor Gott zu bestehen? Letztlich brauche ich die Vergebung für alles, was ich auch versäumt habe, wo ich schuldig geworden bin, wo ich nicht gehandelt habe, sondern weggeschaut. Das ist im Alltag so, dass ich darauf angewiesen bin, dass mir ein anderer vergibt, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Schaue ich mich an, mein Leben, schauen Sie Ihr Leben an. Es gibt diese Punkte im Leben, die ich gerne ungeschehen machen würde. Ein Wort an einen Menschen beispielsweise zurücknehmen, das mir rausgerutscht ist. Einem anderen zuhören, manche Entscheidung nochmal überdenken und vielleicht anderes entscheiden. Anderen ihre Freiheit gewähren, dem anderen sein Leben zu gestalten, wie er oder auch sie es braucht. Nicht, wie es einem selbst in den Kram und in die Lebensplanung passt. Manchmal ein Verzeih mir, anstatt wenn es dir nicht passt, da ist die Tür. So viele Dinge im Leben, die im menschlichen Leben zerbrechen, wo wir wissen, welche Schuld auch wir daran tragen. Klar ist das nicht leicht, sich selbst einzugestehen. Viel leichter erscheint es, sein Leben einfach mit dieser Schuld zu gestalten, als es sich selbst und noch viel schwerer dem anderen einzugestehen. Draufzusehen, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, da habe ich mich verrannt, da habe ich etwas getan, was den anderen verletzt hat. Doch genau diesen Schritt braucht es. Und wer es einmal erlebt hat, weiß auch, wie befreiend es sein kann, Schuld auch so zu benennen. Erst dann kann etwas Neues entstehen, ein Neuaufeinanderzugehen, ein Neubegegnen, ein Verzeih dir. Es braucht die Einsicht in mein Verhalten. Es braucht meine Reue, mein Eingeständnis meines Versagens. Ohne diese Reue, ohne das Eingeständnis meines Versagens, da geht es nicht. Bei Menschen nicht, und ich denke, es ist auch die Grundvoraussetzung für die Gnade, die Gott uns schenkt. Gott wartet auf Taten, auch auf die Gefahr hin, dass ich scheitere. Aber Gott geht nicht einfach über mein Versagen hinweg nach dem Motto: naja, ist nicht so schlimm, schwamm drüber.
Gott nennt Recht und Unrecht beim Namen. Und er kennt uns wie kein anderer. Er sieht uns und unsere Taten. Und wie wir handeln, macht bei ihm einen Unterschied. Es ist ihm eben nicht gleichgültig. Es macht eben einen Unterschied, wie ich meinem Nächsten begegne und mit ihm umgehe. Hier und jetzt und auch danach, wenn wir uns vor Gott verantworten müssen. Gnade einfach so für alles und jeden, das kann ich mir im Gericht nicht vorstellen. Das wäre billige Gnade und würde uns Menschen nicht helfen. Gott wird genau hinschauen. Wo ich wegschaue, da schaut er hin. Meine Hoffnung aber ist, dass der, der ganz genau hinschaut und richtet, mich um Jesus Christus willen und uns nicht verwirft. Der Evangelist führt mir vor Augen, dass es im Hier und Jetzt auf mein Tun und Handeln am nächsten ankommt. Es kommt auf mich und meine Taten an. Und andererseits weiß ich, dass ich immer wieder versagen werde. Und genau diese Spannung muss ich aushalten. Nur nichts zu tun, wegzuschauen, auch wenn ich Unrecht mitbekomme, das anderen widerfährt und nichts tue, führt mich nur das tiefer in meine Schuld und verstricke ich mich immer mehr. Auch ein Mitwissen, selbst wenn ich es selbst nicht gewesen bin und getan habe, macht mich schuldig. Zur Linken oder zur Rechten? Wo werde ich stehen? Im Gericht Gottes wird alles zur Sprache kommen. Da kommt alles auf den Tisch und da werde ich mich auch für alles zu verantworten haben. Alles, was ich getan habe und alles, was ich unterlassen habe. Fest steht, wie ich aus dem Gericht komme, das weiß Gott allein. Gott richtet, er weist die Plätze zu und an, eben zur Linken und zur Rechten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute am Volkstrauertag geht es auch um das Gedenken und gegen das Vergessen. Wie vergesslich Menschen sein können, zeigt uns auf der Predigttext. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Menschen vergessen. Und niemand kann sich hier ausnehmen. Gott vergisst nicht. In der Frage der Hörenden der Worte von Jesus, sehe ich mich, sehe ich uns. Wie ginge es mir, wenn Jesus mir die Rede heute halten würde? Was würde ich fragen? Wo habe ich weggesehen? Wo habe ich vergessen? Und ich würde Jesus bitten, Herr, erbarme dich meiner, erbarme dich unser und öffne uns die Augen füreinander. Lass unsere Herzen berührt werden vom Leid des anderen, und lass uns sehen, wo wir helfen können. Lass uns sehen den Menschenbruder und die Menschenschwester. Und schenke uns ein Herz, das lebt, auch für den anderen und nicht nur für uns selbst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen und jetzt ein Lied.
Lasst uns nun miteinander beten, Fürbitte halten und wem es möglich ist, der stehe dazu auf. Nach den einzelnen Bitten lasst uns rufen, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir danken dir für 78 Jahre Frieden in unserem Land, für alles, was gelungen ist an Neuanfang und Wiederaufbau. Wir danken dir für 34 Jahre in wiedergewonnener Einheit unseres Vaterlandes.
Doch nicht alle Mitbürger haben durch die Wiedervereinigung und den Frieden neuen Lebensmut gewonnen. Manche finden sich immer noch nicht zurecht oder nehmen ihre Möglichkeiten nicht wahr. So kommen wir mit unseren Bitten zu dir und rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die bis heute vom Krieg gezeichneten, deren Körper verletzt und deren Seelen krank sind, die Schmerzen nicht loswerden und die durch ihre Ängste noch immer nicht zur Ruhe kommen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die in dieser Welt besondere politische Verantwortung tragen, dass sie nicht den Verlockungen der Macht erliegen, sondern dass der Wille zum Frieden und zum Wohl der Völker sie regiere. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir denken an alle, die im Krieg verdienen. Sie schüren Konflikte, damit sie noch mehr ihrer todbringenden Waffen verkaufen können. Dies klagen wir dir in ohnmächtigem Zorn. Gib den Mut, der Lust zu widerstehen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Gib ihnen die Liebe zu den Menschen ins Herz und die Achtung vor dem Leben, das du geschaffen hast. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die Opfer von Gewalt und Fanatismus, von Rassewahn und Folter sind. Für alle, die sich fürchten vor Menschen und vor dem, was diese ihnen und anderen antun können. Gib, dass sie Hilfe finden, Menschen, die ihnen Mut machen und denen sie in ihrer Angst vertrauen können. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die ihre Heimat verloren haben, und für die Ungezählten auf der Flucht. Für alle, die in eine ungewisse Zukunft unterwegs sind. Wir bitten dich für zerrissene Familien, für entwurzelte und zu Gewalttaten missbrauchte Kinder. Wir bitten zu dir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Verblendeten und alle, die sich verraten fühlen. Lass sie begreifen, dass du, Gott, Liebe bist. Daran lass uns durch nichts und niemanden irre werden. Aus deiner Liebe möchten wir Kraft schöpfen und damit das Böse besiegen, das Böse in uns selbst und das Böse, das uns in anderen begegnet. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Und nicht zuletzt bitten wir dich für die, die an dich glauben und mit dir leben. Schenke ihnen den Mut aufzustehen, wenn es Zeit ist, das zu tun. Schenke ihnen die Weisheit, wie sie ihren Glauben einladend und konsequent leben können. Und schenke ihnen die Sehnsucht nach dir, der alleine Menschen verändern kann. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, schenke Versöhnung und Frieden, heile die Wunden, gib neuen Lebensmut und hilf uns, dass du und das, was du uns zu sagen hast, mehr und mehr uns bestimmt. Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.